Die Ermittlung des Entwicklungspunktes in Aufgabe 1 ist das geringere Problem. Wir nehmen statt plus 3 minus 4i schlicht minus 3 plus 4i und die Sache ist bereits geregelt. Der Konvergenzradius ließe sich zum Beispiel durch Anwendung des Wurzelkriteriums ermitteln. Da müssten wir die Kate-Wurzel aus dem Betrag von jenem Ausdruck nehmen, den ich eben umrahme, den hier reinschmeißen, hätten dann im Zähler die Kate-Wurzel aus k zu berücksichtigen, welche gegen 1 strebt, wenn k gegen unendlich strebt, und hätten im Nenner die Kate-Wurzel aus dem Betrag von diesem Ding. Betrag und hoch k können wir vertauschen, die Kate-Wurzel löscht dieses hoch k weg, der Betrag bleibt aber übrig. Der Betrag von einer komplexen Zahl berechnet sich wie immer bei komplexen Zahlen durch die Wurzel aus Realteil hoch 2 plus Imaginärteil hoch 2. Der Realteil ist 2 Wurzel 3, der Imaginärteil ist 2, nicht 2i, sondern nur 2. Der Wert, der hier herauskommt, ist in diesem Falle 4. Oben hatten wir im Zähler 1 als Grenzwert, unten haben wir 4 ermittelt, ein Viertel auf den Kopf gestellt, gibt 4 Einstel, 4 Ganze gesprochen. Der Konvergenzradius scheint 4 zu sein. Wer hier 4 einträgt, auf Basis des Wurzelkriteriums, wird sich wundern, dass die 4 nicht stimmt. Hier steht nämlich gemeinerweise hoch 2k und deswegen brauchen wir die 2k-Wurzel, die ruckzuck aus der 4 eine Wurzel aus 4 und schließlich eine 2 herstellt. In Aufgabe 2 hilft es möglicherweise, den Entwicklungspunkt Z0 und diesen weiteren Punkt Z1 zu visualisieren. Das könnte gelingen, indem man die x-Achse als reelle, die y-Achse als komplexe, nein, imaginäre Zahlenachse wählt. Dann ist das, was hier rechts A heißt, der Punkt Z0 in der komplexen Zahlenebene. Und das, was hier B heißt, ist der Punkt Z1 in der komplexen Zahlenebene. Und der Konvergenzradius 2, der um den Entwicklungspunkt herum gelegt wird, führt auf diesen Konvergenzbereich um den Punkt A herum bis zum Abstand 2. Wenn Punkt B nun innerhalb dieses Kreises liegen würde, würden wir hier locker die erste Option ankreuzen. Wenn Punkt B, so wie hier in diesem Beispiel vorliegend, außerhalb des Kreises liegt, kreuzen wir die zweite Option an. Und wenn Punkt B exakt auf diesem Kreis liegt, kreuzen wir die dritte an. Wie kriegt man raus, ob Punkt B innerhalb, außerhalb oder auf dem Kreis liegt? Wir bilden einen Abstand von A nach B. Entweder ist dieser kleiner, gleich oder größer als 2. Und der Abstand errechnet sich bei komplexen Zahlen dadurch, dass wir die Differenz bilden von Z0 zu Z1 oder meinetwegen auch von Z1 zu Z0, den Betrag davon errechnen, wie eben an Aufgabe 1 mit Hilfe von Wurzel aus Realteil hoch 2 plus Imaginärteil hoch 2. In diesem Beispiel wird mehr als 2 herauskommen und deshalb kreuzen wir die zweite Option an. In Aufgabe 3 wäre es hilfreich, wenn wir diese hoch minus 1 Geschichte hier unten zunächst mal loswerden würden. Das gelingt dadurch, dass wir vor die Summe ein 1 durch 5 hoch minus 1 platzieren. 1 durch 5 hoch minus 1 ist so gut wie 5. Die 5 merken wir uns mal für einen Moment und denken uns das hoch minus 1 hier weg. Übrig bleibt 13 hoch k durch 25 hoch k unter Verwendung eines entsprechenden Potenzgesetzes. 13 25stel. Und jenes 13 25stel wird die Grundlage für die hier noch vorliegende geometrische Reihe bilden, die Eier minus 1 verloren hat und eigentlich bei 0 beginnen sollte. Wenn sie das täte, wenn sie bei 0 beginnen würde, würde 1 durch 1 minus 13 25stel herauskommen.
Dadurch, dass sie bei 1 beginnt, ziehe ich den nullten Summanden, das ist 13 25 hoch 0, also 1 schließlich, wieder ab. Und dieses ganze Ding multipliziere ich noch mit dem Zahlenwert 5, den ich von vorhin noch im Sinn habe. Und was herauskommt, wäre in diesem Fall 65 Zwölftel. Also eigentlich nur ein Rechenprozess auf der Grundlage der geometrischen Reihe. Die letzte Struktur hier in dieser Aufgabensammlung basiert auf der Bauart einer Exponentialreihe. Exponentialreihen haben grundsätzlich die Form Summe k gleich 0 bis unendlich. Mit einem gewissen Zahlenwert oder einem gewissen Ding, welches hoch k zu nehmen ist, dividiert durch k Fakultät. Und diese Grobstruktur, nein, exakt diese Struktur hat dieses Ding hier, dieser Ausdruck. Das, was ich eben Sternchen genannt habe, wäre in diesem Fall ln von 2 plus ln von 6. Herauskommt bei der Exponentialreihe e hoch Stern. Und Stern mit ln von 2 plus ln von 6 zu ersetzen, führt auf ein Ding, das man hier schlecht einsetzen kann, nämlich auf e hoch ln von 2 plus ln von 6. Ein Taschenrechner macht daraus die Zahl 12. Warum? Weil ln von 2 plus ln von 6 das gleiche wie ln von 2 mal 6 ist und ln und e sich gegenseitig wegfressen, 2 mal 6 gleich 12 bleibt übrig. Ich trage also hier 12 Ganze ein. Wäre hier ein Minuszeichen, dann trage ich nicht 12 Ganze, sondern basierend auf nicht 2 mal 6, sondern auf 2 geteilt durch 6, was genau ein Drittel ergibt, trage ich dann ein Drittel ein. Also hier ein Minus stünde. So, das sollte es gewesen sein. Ich hoffe, die Punkte können gesichert werden.